Hallo Leute, willkommen beim LS19 Lohnunternehmen Ellerbach. Dies ist Teil 16. Ja, da hinten steht schon wieder alles still. Da sollte ich einfach mal hinflitzen. So, wahrscheinlich glaubt der, dass er fertig ist. Sieht ganz so aus. Dann machen wir den Auftrag mal fertig. Den können wir dann ja auch abschließen. So. Ja, da hat er schon noch eine ganze Bahn vergessen, aber... Nun gut. Mit dem macht es mir ja auch Spaß. Also so ein New Holland ist auch nicht schlecht, aber ja, der hier schafft einfach so viel weg. Das finde ich irgendwie immer so erfreulich. Naja, hier hat auch ein Zaun gestört und Bäume. Ich denke mal, ich sollte, wenn ich nicht in Eile bin, möglichst immer so ein paar Bahnen Vorgewende machen. Obwohl, gut, es läuft aufs Gleiche hinaus. Jetzt mache ich halt dann ein Nachgewende. Das ist ja eigentlich letztlich das Gleiche. Es ist sogar ein bisschen weniger Arbeit als das Vorgewende. So. Wir haben jetzt auch aktuell 32.000 Euro. Das heißt, wir hätten genügend Geld, um uns ein Grundstück zu kaufen. Wobei es vielleicht sinnvoller wäre, noch einen Trecker zu kaufen. Ja, ich denke mal, an Geräten sollte ich als nächstes noch einen Trecker kaufen, damit ich für den zweiten Hänger noch einen Trecker habe. Und dann noch einen kleinen Mähdrescher. So. Das war's jetzt. Aber vielleicht macht es schon Sinn, vorher ein Hofgrundstück zu kaufen. Ich meine, wir werden ja heute auch noch ein bisschen Geld kriegen. Zum Beispiel von diesem Auftrag. So. Ich denke mal, der hat heute sein Tagewerk erledigt. Aber ich fahre erstmal abliefern. So. Und zwar mit den Sojabohnen von Feld 67. Jawohl. Zur BayWa. Na prima. Wie gut, dass die BayWa immer so gute Preise macht. Das ist, macht diese Gegend auch gut. Weil man es immer nicht weit zum Abliefern hat. Ah, noch besser ist es, wenn ich hier einfach so rüberbretter. Da wächst jetzt ja sowieso nirgendwo was.
Ja, der ist auch bald fertig. Jetzt ist es kurz vor 10 und das Tagewerk ist schon fast erledigt. Aber wir gucken natürlich nach neuen Aufträgen. Im Zweifelsfall machen wir auch mal nicht Ernteaufträge. ...38.000, wow, 6.370 extra. Das ist fein. Sehr fein. Jetzt stellen wir den erstmal ab. Dann kümmern wir uns um den New Holland. So. Eigentlich können wir den Auftrag abgeben, den Sojabohnenauftrag. Ja, da hängt kein Gerät dran. Kriegen wir nochmal 3000 extra. Und hier hat er sich zwar festgefahren, aber ist auch praktisch fertig. Das machen wir jetzt noch. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt fertig geerntet habe und ja, der Auftrag ist dann ja noch nicht abgeschlossen, weil dann will ich Stroh machen. Aber wenn das fertig geerntet ist, dann gucken wir mal nach den Grundstücken. So. Hier hat er es gut gemacht. Da hat sich das Vorgewende gelohnt. So. Ja, und hier muss ich wahrscheinlich anderthalb Mal hin und her fahren. Das ist dann etwas weniger als das Vorgewende. Das macht letztlich nicht viel Unterschied, denke ich. Wenn man es vorher macht, hinterlässt es halt ein besseres Gefühl, wenn er es ordentlich geschafft hat, der Helfer. Aber die Arbeit, die ich damit habe, ist eigentlich die gleiche. Ungefähr. Komischerweise steht hier ja überhaupt nichts im Weg. Also hier ist eine unbefahrene Straße, also ein unbefahrener Feldweg. Der hätte hier perfekt wenden können. Ah ja, und ich sehe, ich komme hier mit einmal hin und her, komme ich aus. Ja, ich könnte mir ja angewöhnen, an beiden Seiten einmal hin und her Vorgewende zu machen, wenn es keine Probleme gibt. Und wenn es eine schwierige Ecke ist, also mit Verkehr oder Wald, dann mache ich zweimal hin und her Vorgewende. Wenn es nicht gerade super eilig ist mit irgendwas anderem. So.
Abliefern muss ich jetzt nicht eilig. Schnappe ich mir irgendeinen kleinen Trecker. Ja, den eigenen natürlich. So. Und da fahren wir jetzt von Feld zu Feld, das ich für einen Hof ausgeguckt habe. So. Ja, wenn man sich das so anguckt, das ist schon ziemlich schräg. Das wird das teuer machen. Und gucken wir hier nochmal. Der Wald ist ziemlich undurchdringlich. Ah, okay. Wir haben Zugang zu einem Feldweg direkt, was nicht schlecht ist. Aber wir haben keinen Zugang zur Straße. Jo. Doch. Aber die Steigung ist schon, wird relativ teuer sein. Und jetzt gucken wir mal, wie sich hier eine Halle macht. Nehmen wir einen einfachen großen Unterstand. Uiuiui. Oh. Deswegen wollte ich gucken. Gefühlt hätte ich gesagt, da passen 10 von diesen Unterständen hin. Aber der nimmt schon einen ordentlichen Teil dieses Grundstücks ein. Jetzt kann ich besser einschätzen, wie groß das wirklich ist. Wenn wir unseren Maschinenpark gut ausgestattet haben, dann brauche ich davon mindestens 2. Am besten sagen wir mal 2 solche und noch einen kleinen. Und ich will ja noch ein Fermentersilo und eine kleine Scheune drauf. Das heißt, ich bräuchte auch noch Platz zum Erweitern. Das sollte ich berücksichtigen. Und das ist hier nicht so einfach gegeben. Weil das Land da ist irgendwie noch schräger. Eins. Die müssen dann ja auch noch Platz dazwischen haben, dass ich da rumfahren kann. Also das würde für die Hallen reichen, aber mit Fermentersilo und so wäre schon schwierig. Okay. Ich denke mal, dass ich dies hier nicht nehmen werde. Wenn es kein anderes gäbe, käme das vielleicht in Frage. So, hier haben wir schon Feld 33. Dann probieren wir doch jetzt mal bei dem. So, der große. Ja, da könnte man 2 nebeneinander stellen. Hier ist auch eine Wiese, das ist gut. Da könnte man von hinten dann dran fahren. Das würde gerade so passen. Ist, glaube ich, auch ein bisschen schräg, aber kommt eher in Frage. Hier passt auch noch so eine Halle hin. Also einfach vom Format. Das kommt in Frage. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und zu dem fahren wir mal so. Da hatte ich ja erst mit diesem hier geliebäugelt und dann dachte ich, nee, also von 2 Seiten mit Wasser ist nichts. Aber wenn ich dieses hier nehme, was 6.000 Euro teurer ist, dann könnte ich hier 2 bis 3 Hallen hinstellen. Vielleicht alles, was ich an Hallen brauche. Und hätte auch noch Platz. Und vor allem für Fermentersilo und so könnte ich mir dann später dieses noch dazu kaufen. Und die kann man so hinstellen, dass die mit dem Rücken zum Wasser stehen.
dann hat man da auch kein Problem, dann stört das Wasser nicht. Und die sind scheinbar topfeben. Kann ich hier jetzt schlecht perfekt beurteilen, aber es sieht sehr, sehr eben aus. Gut, da finde ich also mehrere Sachen, das eben sind, finde ich sehr gut. Und mir gefällt der Bach hier eigentlich auch. Hier ist auch schön eine Wiese. Die Zugänglichkeit aus vielen Richtungen ist eigentlich auch ganz gut. Und dass es erweiterbar ist nach einer Weile, gefällt mir auch gut. Okay. Gefällt mir irgendwie noch besser als dieses Feld hier. Obwohl dieses von der Lage her besonders günstig wäre. Ja, ist relativ eben, aber nicht ganz. Von der Lage her wird mir dieses noch besser gefallen. Und jetzt fahren wir noch zu dem hinter den Häusern. Ja, und das ist wohl auch das Problem mit diesem Grundstück. Das ist das Grundstück hinter den Häusern. So empfinde ich das. Mal gucken, wie sich die Halle da drauf macht. So. Ah ja, das ist jetzt kleiner, als ich es eingeschätzt hätte. Es wirkt auf mich sehr groß, dieses Grundstück. Es würde völlig ausreichen. Also man könnte hier gut eine Halle hinstellen, da in die andere Richtung eine zweite, kann auch noch vorbeifahren. Hier, na, das ist dann, kann man nicht mehr vorbeifahren. Also das geht schon. Was gefällt mir weniger? Also einerseits, das eine Seite hat eine Autostraße, die andere Seite hat teilweise ein Zaun, teilweise Bäume und hier auf der Seite sind auch Bäume. Das ist mir, glaube ich, zu sehr eingekastelt. Okay. Eigentlich habe ich mich entschieden, oder? Ja, ich glaube, ich habe mich eigentlich entschieden. Und ihr ahnt bestimmt auch schon für welches. Gut. Also mir hat das jetzt geholfen, das mit dem Hallen draufstellen, weil ich dann mehr Bezug dazu kriegen konnte. Dieses hier ist es. Und das kaufe ich jetzt auch. So. Ja, das Land möchte ich kaufen. Und dann fahren wir da auch hin und stellen gleich eine Halle drauf, würde ich sagen. Einfach so, um das in Besitz zu nehmen. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung, aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Und wenn ich dann doch noch mal Pferde dazu nehmen will, gibt es hier auch noch einen Pferdestall. Aber das ist nicht geplant, dass ich Pferde dazu nehme. Gut. Jetzt wäre es ja sinnvoll, wenn ich das gleich noch asphaltieren würde. Denke ich. Mal gucken, 14.000 habe ich noch. Eine Halle will ich ja auch noch hinstellen. Und die Hallen machen keinen Fußboden. So. So, ich denke mal, ja, klar, Asphalt drauf, dann weiß man, das ist mein Hof. Auch wenn das jetzt nicht zwingend notwendig wäre. So, ist das schon Asphalt? Ja, das passt. So. Okay, bis dahin komme ich gar nicht. Naja, vielleicht mit einem kleineren später.
Bis dahin auch nicht. Ja, wenn ein Stückchen Feld stehen bleibt, macht das ja auch nichts. So. Naja. Schon 2000 Öcken verbraten. Na, hier heißen die Öcken ja Euro. Öcken sage ich immer gern bei Medieval Dynasty, wo die Währung irgendwie nicht so klar ist. Ich sag auch in echt gerne Öcken, muss ich gestehen. So, na, hier kann ich wirklich nicht. Ist ja komisch. Ist das zwar Feld, aber nicht mein Grundstück? Na gut, was soll's. Okay, für eine Halle reicht's jetzt auch noch, obwohl... Mach mal noch keine Halle. Ich stelle hier jetzt erstmal die Sachen drauf. Morgen wird dann Halle gekauft, weil die kosten zwar nicht viel. Mal gucken. Ich glaube, das war irgendwie 7000 oder sowas. 12000. Und dann reicht sowieso nicht. Teurer, als ich dachte. Jetzt sieht es auch nicht mehr perfekt eben aus, aber ziemlich eben. Immerhin haben wir jetzt schon einen offiziellen Platz, um uns unterzustellen. So. Unser Zuhause. Dann kann ich mich hier schon mal davor schnallen. Ach, soll ich es gleich wegbringen? Ja. Dann ist das schon mal erledigt. Die Frage ist, ob ich es mal versuche, bei diesem Biohof hinzubringen. Wie es dort ist. Also. Ja, der zahlt heute auch besser. Biohof Hammerl. Machen wir den mal markiert. So. Da fährt man wie am besten. Der liegt natürlich wirklich blöd. Verkehrstechnisch. Vielleicht ist es fast am angenehmsten, wenn man hier so quer rüber brettert. Und dann hier runter... Ja, besser als hier so. Düpp, 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 düpp. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter ist. Ja, ich werde mich da mal so durchlavieren. So. Fahren wir erstmal runter zu unserem schönen Hof. Machen wir noch ein Erinnerungsbild. So. Wir haben einen Hof gekauft. Gut. Jetzt kommt die kleine Karte wieder. Ja, ah, der Bach. Ja, kurz dahinter müsste eine Brücke kommen. Oder eine Furt. Furt ist auch okay. So. Und hier gucken wir jetzt erstmal auf der großen Karte. Da fahre ich jetzt ein Stück über die beiden Felder und dann stoße ich wieder auf eine... Ein Feldweg. So, hier ist ja nicht so viel erntereif. Also auch hier in den Ecken nicht.
Ja, da ist was Erntereifes. Ich habe mir überlegt, dass ich mal gucke, ob ich in eine für eine andere Gegend noch mal so ein Rostzelmer Schmähdrescher mieten kann. Weil dann könnte ich das Feld 25 wieder freigeben. Das wird schon was bringen. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein schönes großes Feld. Da könnte man so einen großen Mähdrescher für gebrauchen. So. So. Okay, da fahre ich besser auch rückwärts rein. Ist aber deutlich besser zu befahren als dieses Heizkraftwerk. Ist halt fahrtechnisch ungünstiger. So. Ob das weggeht? Nö, die kann ich dann ja mal wegmachen, die Markierung. Mal gucken, ob ich die so wegkriege. Markierung löschen. Dann, das große Feld war wahrscheinlich das 133er. Mit Gerste? Ja, mit Gerste. Gucken wir mal, ob es dafür einen Auftrag gibt. Ernten. Nee. Gibt keinen Auftrag dafür. Schade, aber ich wollte sowieso mal gucken, ob es noch Aufträge gibt, Ernteaufträge mit Rosselmarsch-Mähdreschern, also mit großen Rosselmarsch-Mähdreschern. So. Uiuiui. Das ist mal ein Zuckerrübenauftrag. Feld 140. Nee, das ist zu weit weg und alles. Aber wäre interessant. Oh, das ist jetzt schon sehen. Gut. Also es gibt aktuell keinen Rosselmarsch RSM 161 Auftrag. Dann werde ich den also einfach noch behalten, so wie ich ihn jetzt habe. Ja, also wenn es jetzt eine Menge schöne Ernteaufträge gäbe, dann würde ich wahrscheinlich das Stroh nicht einfahren. Aktuell. Aber die gibt's ja gerade nicht. Darum macht das dann wohl schon Sinn. Das hier ist wohl auch ein Tierstall, oder? Nee, das sieht nur so aus. Weil das ist ja ein Rüben. Oh. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob ich hier über den Teich, über das Gewässer komme oder ob ich darin versinke. Och, das geht. Das ist okay.
Da holt man sich ja nicht mal nasse Füße. Gut. Oh, 30 Minuten schon wieder. Ja, sowas aber auch. Dann würde ich sagen, wir machen mal wieder Schluss mit der Folge. Und hier haben wir dann ja noch reichlich Stroh zum Einsammeln. Und ich muss da noch den das Getreide abliefern von dem Auftrag. Ja, und dann können wir diesen Auftrag auch wieder fertig machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.